zu feminin für einen Hetero, Unsicherheit in Sachen sexueller Gesinnung, Ed Sheeran, 30, sorgt jetzt mit einer Aussage für eine Überraschung. Im holländischen Podcast Man 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 verriet der vierfache Grammy-Preisträger nämlich, dass er als Heranwachsender glaubte, schwul zu sein. Wie er darauf kam, erfahren Sie im Video, die Sache mit den Klischees. Seit 2019 ist Ed glücklich mit seiner Schulfreundin Sherry Seaborn verheiratet, im August 2020 krönte die Geburt von Tochter Lyra ihre Liebe. Das Familienleben mit seinen beiden Ladies will Ed nicht mehr missen. In seinem Leben gab es offenbar eine Phase, da war sich Ed nicht ganz sicher, ob er auf Männer oder Frauen steht, zumindest beim Blick durch die Klischeebrille. Bei seiner Liebe zur Musik bestand für Ed aber wohl niemals Zweifel. Nach rund 4 Jahren hat er jüngst seinen neuen Longplayer veröffentlicht, ist gleich, sprich, equals, heißt das Studioalbum, das wie die Vorgänger nach einem mathematischen Zeichen benannt ist. Die Releaseparty musste der 30-Jährige allerdings ganz Popstar-untypisch alleine daheim feiern.